Herzlich willkommen zur Online-Andacht des Kirchenkreises Haldensleben-Wolmirstedt für September 2021. Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Thema dieser Andacht ist der Weltfriedenstag oder der Internationale Tag des Friedens. Wir befinden uns heute hier an einem spannenden Ort, nämlich am sogenannten Panzerturm, am Übungszentrum des Heeres. Und ich freue mich, dass wir heute hier sein können, um mit mehreren Menschen über den Frieden in dieser Welt nachzudenken. Zuerst gibt es einen Liedruf, der vielen vertraut sein wird. Gib uns Frieden jeden Tag. Gib uns Frieden jeden Tag. Lass uns nicht allein. Du hast uns dein Wort gegeben, stets bei uns zu sein. Denn nur du, unser Gott, denn nur du, unser Gott, hast die Menschen in der Hand. Lass uns nicht allein. Gib uns Freiheit jeden Tag. Lass uns nicht allein, lass für Frieden uns und Freiheit immer tätig sein. Denn durch dich, unseren Gott, denn durch dich, unseren Gott, sind wir frei in jedem Land. Lass uns nicht allein. Mehrere Organisationen rufen jedes Jahr den Welttag des Friedens aus und bedenken diesen. Zum Beispiel die UN. Und der Generalsekretär hat für diesen Weltfriedenstag die Kriegsparteien aller Länder dazu aufgefordert, ihre Waffen niederzulegen und für Harmonie zu kämpfen. Denn es gibt auf der Welt andere Probleme, die nur gelöst werden können, wenn alle gemeinsam dazu ihren Beitrag leisten. Covid-19, so heißt diese Pandemie, die nun schon die ganze Welt seit über einem Jahr in Atem hält und wo es alle Kräfte braucht, um diese Pandemie zu besiegen. Das Motto des Weltfriedenstages hat auch die katholische Kirche aufgegriffen und der Papst hat zu der Bekämpfung der Pandemie außerdem noch dazu aufgerufen, Achtsamkeit zu bewahren. Wenn alle Menschen achtsam miteinander umgehen und aufeinander Acht nehmen, dann wird es gelingen, eine Gesellschaft zu erreichen und aufzubauen, die in Frieden zusammenleben kann. Er hat bewusst diese Pandemie auch gewählt als Thema des Friedenstages, weil er nämlich auch den Unfrieden in der Gesellschaft sieht. Den Unfrieden, der entsteht, weil Menschen andere Meinungen haben, weil es Impfgegner gibt und Impfbefürworter und weil es oft nicht gelungen ist bisher, dass alle miteinander ein gemeinsames Ziel haben. Deshalb steht in diesem Jahr die Covid-19-Pandemie im Zentrum aller Gedanken, die zum Weltfriedenstag herausgegeben wurden und gesprochen wurden. Denn ob man es nun Achtsamkeit nennt oder ob man sagt, Frieden bewahren und Frieden schaffen, es läuft darauf hinaus, dass Menschen, egal welcher Herkunft, welcher Religion und welcher Zugehörigkeit, miteinander friedlich leben können. Amen. Am 11. September 2001, ich als junger Schüler, der Überzeugung, dass in Deutschland Frieden herrscht. Und an einem Tag hat sich diese Welt schlagartig geändert. Und Herr Lucari hat es angesprochen, das Thema, 20 Jahre später leben wir in einer Welt, die in Europa friedlich gesinnt ist, ohne Frage, in großen Teilen zumindest, auf jeden Fall in Deutschland, aber mit Herausforderungen. Aber ich in der Zeit mir bewusst geworden bin, dass es ja auf jeden Fall zwingend ist, auch diesen Frieden und diese Freiheit zu verteidigen. Und in Deutschland dieser Frieden herrscht, für mich persönlich, ich als Soldat, bin Teil davon, diesen Frieden zu sichern in der Welt und in Europa. Ja, und werde mich dafür täglich einsetzen, um die Welt hoffentlich zu einem besseren Ort zu machen, auch langfristig. Wir haben Gedanken gehört von zwei unterschiedlichen Menschen, einem Soldaten und einem Diakon zum Thema Frieden.
zwei Menschen mit unterschiedlichen Berufen und doch einem gemeinsamen Interesse: Frieden zu schaffen und Frieden zu bewahren. Gott, wir bitten dich um deinen Segen, dass du alle Menschen unterstützt in ihrem Bemühen, Frieden auf der Welt zu schaffen, friedlich miteinander zu leben und dafür zu sorgen, dass kein Mensch in Unfrieden leben muss. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst. Bitte unterstütze uns, sehe in unser Herz, nimm unsere Bitten auf und sorge dafür, dass wir achtsam miteinander umgehen können. Amen. Wir hören zum Abschluss wahrscheinlich das bekannteste Friedenslied aus der Friedensbewegung: We Shall Overcome.